Hallo und herzlich willkommen beim Geld krisensicher und gewinnbringend anlegend YouTube-Kanal. Mein Name ist Carsten Koblitz und heute geht es hier um Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum. Was kommt auf uns zu und wie geht es weiter mit diesen Währungen? Wenn du mich vielleicht schon kennst, hier von YouTube oder auch von Offline-Veranstaltungen, dann weißt du ja, dass ich es wie sehr viele andere Finanzexperten ebenfalls so sehe, Gold sowie auch Silber als ein Basisinvestment in jedes Portfolio hineingehört. Und je nachdem, wie risikobereit oder um es positiv zu formulieren, wie chancenorientiert du bist, bin ich auch der Meinung, dass sich jeder, der mehr aus seinem Geld machen möchte, mit den Kryptowährungen auseinandersetzen sollte und zumindest ernsthaft einmal für sich schauen sollte, welche Chancen stehen welchen Risiken gegenüber und welche Möglichkeiten bietet mir diese Investitionsmöglichkeit. Es ist meiner Meinung nach schon fast sträflich, einfach zu sagen, das ist neumodischer Kram und das interessiert mich nicht. Genauso falsch finde ich es allerdings auch zu sagen, nur noch Bitcoin und Co., Gold und Silber ist tot. In der Vergangenheit hat es sich auf lange Sicht immer bewährt, sein Vermögen zu diversifizieren, weil selten bis fast nie alle unterschiedlichen Anlageklassen zur gleichen Zeit im Wert steigen, gleich verfügbar sind, die gleichen steuerlichen Vorteile haben und so weiter. Deswegen ist es ungemein wichtig, dass du deine Finanzen regelmäßig auf den Prüfstand stellst und immer wieder den aktuellen Situationen und Gegebenheiten, vielleicht auch deinen persönlichen, sich ändernden Lebenssituationen und Zielen anpasst. Und da es immer noch viel zu viele Menschen in Deutschland und auch in Österreich gibt, die nach wie vor viel zu viel ihres Geldes in Papiergeldern wie Lebensversicherung, Rentenversicherung auf Konten und Sparbüchern bunkern und keinerlei Sachwerte besitzen und ihr Vermögen auch nicht diversifiziert haben, möchte ich so viel wie nur möglich dieser Leute versuchen, wachzurütteln und darauf hinzuweisen, wie höchst gefährlich das für sie sein kann, was sie mit ihrem Geld machen. Gold, Silber, Bitcoin, was ist besser? Ist es richtig, in Gold und auch in Silber zu investieren? Oder ist es vielleicht besser, sogar viel besser, in Bitcoin oder andere Kryptowährungen wie zum Beispiel Ethereum zu investieren? Wie in jedem schwankenden Markt kommt es bei sehr vielen Anlegern derzeit, die in Gold und Silber investiert haben, aber auch bei sehr vielen derjenigen, die in Bitcoin und Co. Geld angelegt haben, zu emotionalen Achterbahnfahrten. Ganz besonders bei denjenigen, die aus Papierwerten wie Lebensversicherungen und Sparbüchern gerade herausgegangen sind und sich gewünscht haben, jetzt mit Gold und auch mit Silber in einen Sachwert investiert zu haben, der ständig nur nach oben geht. Es kommen regelrechte Hilferufe, Gold und Silber fallen und fallen. Soll ich meine Bestände schnellstmöglich verkaufen oder doch lieber nicht? Was soll ich tun? Ähnliche Fragen auch bei Bitcoin. Deswegen hier ein kurzes Video heute dazu, welches dir helfen wird, die richtige Entscheidung für dich zu treffen, falls auch du diese oder ähnliche Fragen hast. Wenn dem so ist, bleib dran und schau dir dieses kurze Video bis zum Schluss an. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne diesen Kanal und klicke auf den Daumen, damit du zukünftig über neue Videos von mir informiert wirst. Erfahrungsgemäß ist das Thema Gold und auch Silber ein sehr emotionales Thema und nicht weniger aus der Finanzwirtschaft sagen sogar, es ist schon nahezu wie eine Religion. Es gibt absolute Fans oder eben Gläubige, die Gold und Silber als die Heilsbringer der Geldanlage verehren und es gibt die absoluten Gegner von Gold und Silber. Es ist sehr ähnlich wie im Kryptomarkt. Da gibt es Leute, die der Meinung sind, nur Bitcoin und Co. sind die Zukunft. Alles andere geht den Bach runter. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die nur Risiken in Kryptowährung sehen und es nahezu verteufeln. Bei beiden, Edelmetalle sowie auch Kryptowährung, bin ich der Meinung, sowohl als auch. Was heißt das? Ich bin ein absoluter Fan von Diversifikation, also Streuung in verschiedene Anlageklassen, weil ich leider keine Glaskugel habe. Denn wenn ich die hätte, wüsste ich die eine Anlageklasse, die immer Gewinn macht. Egal wann und wie lange ich investiere, die zu jeder Zeit und natürlich immer mit Gewinn und nahezu ohne Kosten für mich verfügbar ist, die nicht manipulierbar ist und so weiter. Aber da ist meiner Meinung nach diese eine sichere, flexible, steuerlich günstige, kostengeringe und immer gewinnmachende Anlage sozusagen die eierlegende Wollmilchsau nicht gibt, sondern es eher Sinn macht, ein Zusammenspiel von mehreren verschiedenen Anlagenklassen zum Vermögensaufbau und auch zum Werterhalt und Vermögensschutz zu nutzen, bin ich der Meinung, dass Gold und auch Silber zu einem gewissen Anteil in jedes Depot gehört. Und je nachdem, wie chancenorientiert du bist, gilt das auch für Kryptowährung. Die Frage ist immer, in welcher Größenordnung. Und das ist auch immer sehr individuell zu betrachten. Im Bereich Finanzen gibt es einfach
keine Pauschallösung. Was für den einen richtig ist, kann für den anderen völlig falsch sein. Eine Frage von vielen beim Thema Geldanlage, Vermögensaufbau oder auch Vermögensschutz ist ja das Thema Sicherheit. Was ist dir wichtig beim Thema Sicherheit? Willst du keine Volatilität, also keine Kursschwankungen, oder willst du jederzeit ran an dein Geld, ohne das Risiko weniger rauszubekommen, als du eingezahlt hast? Oder willst du eine Garantie auf eine bestimmte Auszahlsumme? Ist dir vielleicht wichtig, dass deine Anlage inflationsgeschützt ist? Oder liegt dir mehr daran, dass dir niemand deine Anlage wegnehmen kann? Und so weiter. Das sind nur einige Fragen allein zum Thema Sicherheit. Alle Vorteile in nur einer einzigen Anlageform wirst du nicht finden. Auch deswegen ist es sinnvoll, seine Anlagen zu streuen. Ist es nun richtig, in Gold und auch in Silber zu investieren? Ist es richtig, in Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu investieren? Um dir diese Frage zu beantworten, musst du erst einmal für dich herausfinden, neben dem Thema Sicherheit, was ist dir persönlich wichtig bei einer Geldanlage? Gold und Silber zum Beispiel sind in allererster Linie kein Investment für schnelle und überdimensionale Gewinne, sondern ganz primitiv gesagt eine Versicherung auf dein Geld mit zusätzlicher Chance auf Wertzuwachs. Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum werden von vielen genauso gesehen. Ich kann es auch nicht oft genug betonen, egal welche Anlageklasse du für dich als besonders geeignet und sinnvoll siehst, investiere niemals deine gesamten Investitionsmöglichkeiten in nur eine Anlageklasse. Egal, ob es sich dabei um Aktien, Immobilien, Bitcoin, Edelmetalle oder was auch immer handelt. Das ist nach wie vor einer der größten Fehler vieler Anleger beim Geld investieren und alles auf eine Karte zu setzen. Traurige Realität nach wie vor in Deutschland und auch in Österreich. Über 80% der Anleger sind nach wie vor in Papiergeldern wie Lebensversicherung, Sparbüchern und Co. investiert, und zwar mit ihrem gesamten Vermögen. Hier noch ein paar Fragen, die du dir vor einer Investition in eine Anlageklasse stellen solltest. Wie sieht unser derzeitiges Wirtschaftswachstum aus? Ist es stark oder eher schwach? Wird unser Geldmengenwachstum geringer oder steigt es weiterhin massiv an? Was bedeutet ein schwaches Wirtschaftswachstum plus eine massiv steigende Geldmenge? Ganz einfach, Inflation, das heißt steigende Preise. Auf Klartext aber auch Enteignung für alle, die nach wie vor keine Sachwerte besitzen. Also lass dich nicht verunsichern. Bleib in Sachwerten, wie zum Beispiel in Gold investiert, und geh raus aus den Geldwerten, solange du noch kannst. Vielleicht wird schon sehr bald jeder bereuen, der bis jetzt noch nicht einen Teil seines Geldes in Gold und Silber und in Kryptowährung investiert hat, weil der Preis von Gold, von Silber und auch von Bitcoin, Ethereum etc. in einigen Jahren noch viel, viel höher ist und viele Anlagen wie zum Beispiel Sparbücher, Konten und so weiter absolut wertlos geworden sind. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib es in den Kommentar. Leider weiß das keiner hundertprozentig, wann und in welcher Geschwindigkeit das Ganze vonstatten geht. Viele, die physisches Gold und auch Silber halten, stellen sich aktuell immer die Frage, soll ich jetzt zumindest einen Teil meiner Bestände verkaufen? Meine ganz klare Meinung dazu, ich mache es nicht. Warum nicht? Wie ich bereits in anderen Videos gesagt habe, halte ich Silber sowie auch Gold nach wie vor als Krisenschutz und Inflationsschutz, letztendlich als ein Vermögensschutzinstrument, welches zu einem bestimmten Anteil in jedes Depot hineingehört. Neben Aktien, ETFs, Immobilien und vielleicht auch Kryptowährung. Und jetzt ist meiner Meinung nach eine sehr gute Gelegenheit, um bestehende Bestände aufzustocken oder aber die Möglichkeit anzufangen, um Silber sowie auch Gold ins Depot zu nehmen. Alle diejenigen, die regelmäßig monatlich in physisches Gold und in Silber investieren, freuen sich in der Regel über die guten Einkaufspreise. So sehe ich das ebenfalls. Wenn du genauso wie ich daran glaubst, dass wir in absehbarer Zeit eine erhöhte Inflation bekommen werden, dann kann ich dir nur empfehlen, es genauso zu machen. Die vorhandenen Positionen in Gold sowohl als auch in Silber mit regelmäßigen monatlichen Käufen weiterhin aufzustocken. Bei Fragen dazu bin ich gern für dich da. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Weiterhin viel Spaß bei allem, was du tust, und ganz besonders bei deinen Finanzen.